Super, ich würde sagen, es sind 2 Minuten nach 11. Wir starten sonst mal. Erstmals, ja, guten Tag allerseits und vielen Dank, dass Sie heute an diesem spannenden Webinar mit dem Thema SAP Success Factors und AG5 optimales Kompetenzmanagement für Fertigungsunternehmen teilnehmen. Ich bin Florian Lichtsdorfer und werde während dieser Sitzung zusammen mit meinen geschätzten Kollegen von AG5 sowie SAP und der Lenzing AG Ihre Gastgeber sein. Ja, in den nächsten 60 Minuten stellen wir Ihnen vor, wie Sie mit AG5 und Success Factors die Kompetenzen und Zertifizierungen Ihrer Mitarbeiter effizient verwalten können. Gerne können Sie während des Webinars durch die Fragen durch die Q&A-Funktion stellen. Diese beantworten wir dann am Ende. Die heutige Agenda sieht wie folgt aus. Wir starten mit einer Begrüßung durch unsere geschätzten Partner. Anschließend gibt es eine Einführung der AG5-Lösung und wie AG5 Success Factors ergänzen kann, als ein schönes Add-on. Danach folgt eine Live-Demo unserer Skill-Management-Plattform durch meine Kollegin Karina. Nach der Demo darf ich das Wort an unseren geschätzten Kunden, die Lenzing AG, übergeben, wo sie mehr über die, ja, Erfolgsgeschichte und die Transformation des Kompetenzmanagements mit AG5 erfahren. Und zu guter Letzt, ja, wie bereits erwähnt, haben wir unsere Q&A-Session. Aber jetzt freue ich mich darauf, das Wort an unsere SAP Success Factor Experten Vanessa und Ilka übergeben zu dürfen. Genau. Ladies first. Soll ich starten? Ja, gerne. Ich freue mich heute auf den Austausch. Ich stelle mich ganz kurz vor. Vanessa Nocera-Romo, mein Name. Ich bin bei SAP jetzt im 9. Jahr und betreue schon ganz lange Großkunden der SAP im Bereich der Fertigung und Automobilindustrie und kümmere mich da natürlich gesamtheitlich HR-Transformationen mit den Kunden zu bestreiten. Und habe da immer mal wieder Themen rund um Kompetenzen und Qualifikationen. Und wir haben Kunden, die natürlich in unterschiedlichen Arten und Weisen die HR-Transformation bestritten haben. Und deshalb freue ich mich, dass wir das Thema gemeinschaftlich heute hier beleuchten, wie wir Kunden in der Fertigung an der Stelle unterstützen können, partnerschaftlich da auch die richtige Lösung für Blue-Collar-Bereiche auch bereitzustellen. Und an der Stelle freue ich mich, dass ich mit Ilka zusammen hier heute sein kann und mit Ilka dir ganz kurz noch die Möglichkeit, eben dich vorzustellen. Ja, danke schön, Vanessa. Mein Name ist Ilka Ertürk, bin im gleichen Team wie die Vanessa, auch im Bereich Success Factors für die Fertigungsindustrie zuständig. Und dahingehend bilden wir immer so ein bisschen den HR-Fachvertrieb. Und aufgrund dessen, dass eben diese Anforderung sehr häufig aufkommt, dass wir sagen, unsere Kunden haben halt Fertigung, haben genau die Belegschaft auf den Produktionshallen. Man möchte wissen, welche Skills, Kompetenzen haben die, wie kann die Quali-Matrix aussehen, wie kann man das Ganze erweitern mit Success Factors. Hatten wir gemeinsam auch die Idee mit dem Partner AG5 zu sagen, an sich ist es so das Beste von beiden Welten und auch der erweiterte Anwendungsfall, den wir auch mit der Lösung dahingehend auch abbilden können. Und deshalb ist so aus unserer Initiative auch gemeinsam mit Florian und der Carina entstanden, dass wir gesagt haben, ich glaube, es macht Sinn, dass wir das mal unseren Kunden vorstellen, sodass man auch dahingehend einen Impuls bekommt, wie man genau dieses Thema auch für diesen Zweck erweitern kann. Genau. Super. Vielen Dank, Vanessa und Ilka, für die Vorstellung und die spannenden Einblicke. Und vielen Dank, dass ihr hier seid. Es freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Dankeschön auch euch. Super. Ja, lassen Sie uns jetzt etwas in AG5 eintauchen. Nur kurz, AG5 hilft Unternehmen in regulierten Branchen, die Qualifikationslücken zu visualisieren und diese zu schließen, indem die Anforderungen pro Arbeitsplatz abgebildet werden können. Unser Ziel ist es immer, die richtige Person mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit mit optimaler Effizienz und natürlich hundertprozentiger Einhaltung der Compliance einzusetzen. Durch die präzise Abbildung der Anforderungen und der vorhandenen Qualifikationen können Unternehmen ja sicherstellen, dass sie immer mehr über die notwendigen Fachwissen verfügen und natürlich, dass alle gesetzlichen Anforderungen eingeführt werden. Lass uns jetzt zum Beispiel ja, diesen Fall betrachten. Stellen Sie sich vor, es ist ein globales Unternehmen mit 20 Fabriken weltweit. In diesen Fabriken arbeiten ungefähr ja, 500 Mitarbeiter. Sie verwenden Success Factors, Employee Central und auch das Learning Model. Und alle dieser 500 Mitarbeiter, ja, diese Blue Collar Workforce, sind dem System integriert. Das heißt, jeder Mitarbeiter erhält eine Jobrolle und innerhalb dieser Rolle werden ihnen dann verschiedene Fähigkeiten, Qualifikationsskills zugewiesen. Die große Frage ist hier, was wir immer wieder sehen, sind diese großen Spreadsheets, die halt zusätzlich zu Sub-Success Factors noch im Einsatz sind. Und hier immer wieder die große Frage, ja, warum gibt es überhaupt diese Spreadsheets noch? Wenn man dann ja, den Betriebsleiter fragt, würde er wahrscheinlich sagen, ja, es ist großartig, dass unsere Leute in Success Factors sind,
Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeiter in meiner Fabrik ist, muss ich genau wissen, hey, welche Maschine, welche Production Line, welche Shift kann er effektiv bedienen und wo darf er arbeiten. Die Jobrolle sagt einem das meistens nicht. In der Excel-Tabelle zum Beispiel hier ja, kann man alle Maschinen abbilden und genau feststellen, hey, was für Fähigkeiten pro Maschinenlinie sind jetzt erforderlich. Das kann zu Hunderten von Anforderungen führen, was dann eben genauso zu sehr großen, unübersichtlichen Spreadsheets kommt mit vielen Formulierungen, Farbcodierungen und. Und all das Ganze halt kann zu gewissen Problemen führen. Diese Probleme können zum Beispiel wie folgt aussehen. Also zum Beispiel, ja, als Teamlead oder Manager kann ich nicht schnell nachweisen, dass meine Blue-Collar-Workforce 100% compliant arbeitet. Oder zum Beispiel für das Qualitätsmanagement. Es gibt keine Einsicht, welche Schulungen fehlen oder welche präsent sind und auch nicht, welche demnächst ablaufen, um genau diese hohen Anforderungen zu erfüllen. In Sachen Effizienz kann es schwierig sein, ja, eine richtige Planung zu erstellen, wenn ich bezüglich der Kompetenzen der Mitarbeiter ja keine konkrete Übersicht habe oder keine Daten habe, auf die ich mich verlassen kann. Dies sind nur einige der Probleme zum Beispiel, die wir von unseren Kunden immer wieder hören und die wir auf dem Markt sehen. Bezüglich unseren Integrationsmöglichkeiten, gerne würde ich da ein bisschen eintauchen, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben natürlich die Möglichkeiten, nahtlos in das ganze Technologie-Stack von Ihnen zu integrieren. Das können wir wie folgt machen, zum Beispiel jetzt für SAP. Es gibt die Möglichkeit mit seiner Integration zu SuccessFactors Employee Central, mit dem Learning-Modul. Wir können auch mit verschiedenen ja, Workforce-Management-Systemen integrieren, zum Beispiel einer Schichtplanung oder sogar auch mit Ihrem Power BI-Tool, dass Sie dann unsere Daten in Ihre Analytics-Plattform für Reportings und so weiter integrieren können. Wie sieht das Ganze von der technischen Seite aus? Ja, lassen Sie uns zuerst einen Einblick auf die Integration mit SuccessFactors Learnings werfen. Hier findet das Ganze mit einem SFTP-Upload statt. Das heißt, hier können Sie den Export von Standard-LMS-Berichten über SFTP planen. Das heißt, wir kümmern uns dann automatisch um die Verarbeitung und Übertragung Ihrer Daten zu AG5. Und dies landet dann über den SFTP-Server direkt in unserem AG5 Skill Data Repository. Mit SuccessFactors Employee Central würde das Ganze ein bisschen anders aussehen. Hier arbeiten wir mit REST-API. Das heißt, mit der REST-API importieren wir regelmäßig die benötigten Daten über die SAP ECO Data API. Diese Daten werden dann über den Hintergrundjob in unsere Skill Data Repository eingespielt. Eine zweite Möglichkeit oder zusätzlich haben wir noch die Push-Möglichkeit. Das heißt, zusätzlich können Sie ja eine periodische Push von SAP-Daten an AG5 einrichten und zwar über das SAP-Integrationscenter. Dieser Push erfolgt durch einen Webdienst, der die Daten direkt in das ja, Skills Repository überträgt dann auch. Mit diesen Integrationsmöglichkeiten ja, möchten wir sicherstellen, dass Ihre Qualifikationsdaten immer auf dem neuesten Stand sind und effizient verwaltet werden können und auch einfach ja, diese Automatisation reinbringen. Das heißt, dass Sie so wenig manuellen Aufwand wie möglich haben. Bevor wir zur Live-Demo wechseln, möchte ich noch ein paar Worte zu unserem Onboarding und Support sagen. Ja, AG5 bietet kontinuierliche Unterstützung, um den Erfolg bei der Umsetzung sicherzustellen. Das heißt, in erster Linie gibt es einen gewidmeten Implementierungsleiter. Das heißt, Sie erhalten einen erfahrenen Ansprechpartner, der Sie durch den gesamten Implementierungsprozess führt. Dann haben wir noch Train-the-Trainer-Programm. Das heißt, hier bieten wir ein Schulungsprogramm an, um Ihre internen Trainer zu qualifizieren, damit das ganze Team optimal geschult wird und auch ja, ausgerüstet ist mit dem richtigen Wissen, um auch stetig selbst Änderungen durchzuführen in unserem Tool. Da gibt es noch weiteren Support für das interne Änderungen- und Einführungsmanagement. Das heißt, hier unterstützen wir bei der internen Kommunikation und dem Managen der Veränderungen, um ja auch eine reibungslose Einführung zu gewährleisten. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch den größten und wichtigsten Part, das ist natürlich die Data Migration und Integration. Das ist auch hier kümmern wir uns um die sichere und ja, effiziente Migration Ihrer bestehenden Daten und deren Integration in das AG5-System. Das heißt, so kurz zusammengefasst, ja, AG5 begleitet Sie wirklich von Anfang an beim Onboarding und stellt sicher, dass der Übergang nahtlos verläuft und dass das System so eingerichtet ist, dass Sie das direkt verwenden können. Super, jetzt darf ich das Wort an meine Kollegin Karina übergeben, welche Ihnen eine kurze Demo von AG5 geben wird. Super, vielen Dank, Florian. Um mich auch ganz kurz vorzustellen, Carina Haases, ich bin Teil vom Onboarding-Team hier bei AG5 und arbeite mit mehreren globalen Kunden eng zusammen, um eben den Transfer rüber zur AG5
Das heißt Datenmigration, Integrationsaufbau und so weiter, was Florian gerade vorgestellt hat, zu erstellen. Genug zu mir, ich teile direkt meinen Bildschirm und wir springen rüber zur Demo von AG5. Eine kurze Bestätigung, dass ihr meinen Bildschirm sehen könnt. Ja. Ja, super, danke. Ich bin hier schon in AG5 eingeloggt und was man sehen kann, ist, man erhält direkt eine Übersicht aller Matrizen in AG5. Grundsätzlich zu sagen ist, man kann die Matrizen, die man hier jeweils als Rechteck sieht, aufteilen und erstellen, wie man möchte. Das heißt, man kann Matrizen erstellen für Abteilungen, für Projekte, für Manager, eben ganz je nachdem, was Sie erreichen wollen. Und das ist auch häufig etwas, was wir im Moment mit Excel-Tabellen von unseren Kunden sehen. Viele sind basiert auf Abteilungen. Dann sehen wir hier unten noch zusätzlich bei den Matrizen, dass die geteilt sind mit verschiedenen Nutzern. So kann ich direkt entscheiden, welcher Mitarbeiter oder welcher Manager Zugriff auf welche Matrix hat und kann dementsprechend bestimmen, wer Zugriff auf welche Ansichten hat. Ich springe jetzt hier direkt mal rein in eine Matrix Demo 2 und sehe direkt visuell einiges. Um es mal kurz zu erklären, grundsätzlich sehe ich hier oben an dieser Achse meine Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter könnten zum Beispiel via der Integration gekommen sein von SAP Employee Central. Sehe auch hier, dass die Mitarbeiter schon direkt eingeteilt sind in verschiedene Maschinen oder Workstations oder Linien, an der sie arbeiten. Das kann natürlich alles komplett konfiguriert werden, wie Sie das wollen. Und hier vorne auf der linken Seite sehe ich meine verschiedenen Skills und Qualifikationen, die ich habe. Zum einen könnten die natürlich von einer Integration mit SuccessFactors kommen, könnten aber auch noch zusätzliche Skills und Qualifikationen sein, die unabhängig von einem E-Learning-System erstellt und verwaltet werden. Zu den Symbolen grundsätzlich kann ich sagen, dass grün heißt, man hat etwas erledigt oder es ist ein Ergebnis vorhanden. Rot heißt, es ist kein Ergebnis vorhanden, aber es wird benötigt. Das heißt, es besteht eine Anforderung, zum Beispiel diese Person arbeitet in dieser Abteilung oder an dieser Maschine. Daher muss er diesen Skill absolvieren. Und gelb grundsätzlich heißt, dass bald etwas abläuft. Oft zum Beispiel beim Erste-Hilfe-Kurs gibt es eine Laufzeit von 2, 3 Jahren und nach diesen 2, 3 Jahren läuft diese Qualifikation ab und man muss sicherstellen, dass die Person nochmal ein Training hat. Zusätzlich kann man hier auch eine blaue Linie um die Symbole sehen. Die blaue Linie heißt, dass etwas erforderlich ist. Das heißt, im Vergleich zu diesem Symbol, es ist hellgrün, keine blaue Linie. Das heißt, hier hat Liz zum Beispiel ein Ergebnis in dieser Qualifikation erreicht, hat zum Beispiel vielleicht eine Extraschulung absolviert, muss sie aber nicht, weil es nicht gemäß ihrem jetzigen Arbeitsprofil benötigt wird von ihr. Im Vergleich dazu hier hat Mohamed das absolviert, er muss es aber absolvieren anhand seines Profils. Wenn ich da drauf klicke, kann ich das Ganze auch im Detail sehen, sehe hier ein Qualifikationsergebnis, von wann das ist. Und sehe auch hier, warum es erforderlich ist, in diesem Fall, weil Mohamed an dieser Maschine arbeitet. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man vielleicht verschiedene Qualifikationen hat mit verschiedenen Levels, die erreicht werden können. Auch das kann in AG5 komplett frei konfiguriert werden. Hier oben diese Skills sieht man, sind nur Häkchen, weil die nur auf einem Level erreicht werden können. Heißt, wenn zum Beispiel Amelie das Training hier in High Performance absolviert hat, kann ich einfach auf den Kreis klicken, ein Ergebnis hinzufügen, bestätige, dass sie es bestanden hat mit einem Datum und sehe hier auch direkt die Ablaufzeit wird eingefüllt, kann eine Bemerkung sowie einen Einhang direkt hinzufügen. Das könnte zum Beispiel ein Zertifikat sein, dass es abgeschlossen wurde und es direkt speichern. Und man sieht, es ist direkt grün, es ist erledigt und das Ergebnis ist entsprechend überall im System eingetragen. Die grünen Ergebnisse könnten auch von SuccessFactors importiert werden. Ein E-Learning-Kurs wurde abgeschlossen. Durch die Integration wird das an AG5 weitergegeben und der abgeschlossene E-Learning-Kurs wird hier direkt als grün erscheinen. Dieser Skill hier unten, seht ihr, gibt es einen Kreis, in den verschiedene Teile gebrochen wird. Warum? Weil ganz einfach bei diesem Skill verschiedene Levels erreichbar sind. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich,
dass Robin hier ein Level 3 erforderlich hat, weil er an dieser Maschine arbeitet. Jetzt habe ich vielleicht ein Training mit Robin absolviert, war aber nur für Level 2, kann das hier direkt eintragen, Bemerkungen hinzufügen und dann auch direkt speichern. Ich sehe, es bleibt trotzdem noch ein Level rot. Warum? Weil Level 3 benötigt wird, aber nur Level 2 erreicht wurde. Grundsätzlich ist die Matrix dafür, dass man direkt auf einem Anblick sieht, wie der Status ist, anhand von verschiedenen Abteilungen oder Sonstiges. Zusätzlich in der Matrix, ich springe kurz rüber in eine andere Matrix, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht brauche ich nicht die Person, die an dieser Maschine arbeitet, an einem bestimmten Level, sondern grundsätzlich brauche ich vielleicht einfach nur grundsätzlich in dieser Schicht 16 Leute, die etwas Bestimmtes können. In diesem Fall hier, in dieser Matrix, habe ich jetzt hier 14 Leute, die grün sind, brauche aber 16 und habe deswegen einen Unterschied von 2. Das heißt, die Möglichkeit anhand von Skill Management gibt es hier in AG5 auch. So viel zu Matrixen und eine schnelle Übersicht dazu. Ich springe rüber zu einem Mitarbeiter, zu einem Mitarbeiterprofil. Das Profil grundsätzlich könnte zum Beispiel von Success, von Employee Central kommen, kann aber auch selbst in AG5 gemanagt werden und sehe hier grundsätzliche Mitarbeiterdaten. Auch hier sind nicht alle Felder verpflichtend natürlich und je nachdem, was eingefüllt werden möchte. Was allerdings wichtig ist, sind die Positionsdaten von einem Mitarbeiter, heißt, an welcher Maschine er arbeitet, welche Bestellenbeschreibung hat er. Man kann hier aber noch weitere Faktoren hinzufügen, ganz abhängig vom Kunden. Viele Kunden benutzen auch Schicht oder Projekte, Produktionslinien, ganz abhängig davon, was für sie, für ihr Skillmanagement wichtig ist. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich, dass anhand, dass Bram an dieser Maschine arbeitet, hat er 12 Anforderungen. Von denen hat er schon 10 erfüllt, muss noch 2 erfüllen. Und weil er ein Operator ist, hat er noch zusätzlich eine Anforderung, die noch nicht erreicht wurde. Und wenn ich runter scrolle, sehe ich hier auch eine komplette Übersicht von Bram und seinem Status. Grundsätzlich alle Ergebnisse, die entweder erreicht wurden oder nicht, in dem Fall hier nicht erreicht wurden oder erreicht wurden und zum Beispiel nicht erforderlich sind. All das ist direkt in einem Klick auf dem Mitarbeiterprofil ersichtlich und daher sehr praktisch, wenn ein Auditor etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Mitarbeiter wissen möchte. Sie haben zusätzlich auch die Möglichkeit, direkt Anhänge für Mitarbeiter einzuspeichern. Das könnten direkte Anhänge sein, grundsätzliche PDFs. Hier seht ihr, habe ich ein Logo von AG5 hinzugefügt. Das könnten aber auch Anhänge sein für bestimmte Ergebnisse. Zum Beispiel eine Signatur, die auf unserer Mobile App hinterlassen wurden, dass der Mitarbeiter dieses Training absolviert hat und er ist mit der Signatur bestätigt. Weg vom Mitarbeiterprofil und rüber zur Alarmliste. Die Alarmliste ist hier oben in der Ecke und zeigt eine schnelle Listenübersicht von allen Skills und Skills-Statusen in AG5. Eine Matrix zeigt direkt eine visuelle Übersicht und die Alarmliste, wie der Name schon sagt, ist eine Listenübersicht. Die Listenübersicht gibt einem die Möglichkeit, alle Probleme im System zu finden. Und die Probleme werden nach diesen Kategorien gefiltert. Das heißt zum Beispiel, ist vielleicht etwas abgelaufen. Das heißt, ein Training wurde nicht wiederholt und es ist ein Problem, weil es vielleicht benötigt wird für die Person. Das heißt, wenn ich hier nach allen abgelaufenen Trainings suche, dann komme ich hier auf diese Trainings und kann dann direkt etwas Neues einplanen. Hier Ryan, der hat eine abgelaufene Qualifikation für Communication. Da kann ich zum Beispiel direkt eine Planung hinzufügen. Ryan eine Frist setzen für Ende Juli und könnte dann sagen oder in AG5 dann einstellen, dass eine E-Mail direkt an die Person oder an den Manager von dem Mitarbeiter versendet wird, um diese Planung eben durchzuführen. Zusätzlich
Zu der Alarmliste, zu den Problemen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nach Warnungen zu filtern. Warnungen als, ist eine Übersicht aller Qualifikationen, die bald ablaufen. Heißt hier, es läuft bald etwas ab, kann nach diesen Kategorien gefiltert werden. Es könnte aber auch etwas sein, was bald abläuft, aber nicht erforderlich ist. Trotzdem wird es als Warnung angezeigt und kann dann hier sichergehen, dass ich rechtzeitig vor einem Audit sicherstelle, dass dieses Training wiederholt wird, bevor es komplett abläuft und damit zu einem Problem wird. Besonders wichtig oder praktisch ist die Alarmliste, um zu filtern. Zum Beispiel, vielleicht habe ich einen Trainer nächste Woche im Bereich Communication, der ins Unternehmen kommt, kann dann auch filtern, okay, grundsätzlich die Qualifikation Communications, wie ist der Status hier im Unternehmen bei den Daten, auf die ich Zugriff habe, und sehe hier, dass es 109 Probleme gibt. Und da macht es vielleicht Sinn, dass ich sicherstelle, dass die Personen eingeplant werden für ein Training oder dass ein Teil davon eingeplant wird. Das Ganze kann ich natürlich auch für mehrere Qualifikationen machen und kann somit direkt eine Übersicht erhalten für bestimmte Qualifikationen, was gemacht werden muss. Um das Ganze noch ein bisschen zu verschärfen, könnte ich auch sagen, naja, mein Audit ist in 2 Monaten. In 2 Monaten kommt ein Auditor vorbei. So sehen im Moment meine Probleme im Unternehmen aus, meine Skill Gaps, meine Qualifikationslücken. Aber wie sieht es denn aus in 2 Monaten? Nämlich dann, wenn der Auditor kommt und kann dann hier sagen, okay, in 2 Monaten von jetzt, wie sieht das eigentlich aus? Und sehe dann hier, dass wir ein Problem mehr haben in diesen 2 Qualifikationen und 2 Warnungen mehr. Das heißt, etwas ist dann schon zusätzlich abgelaufen und etwas anderes läuft dann oder 2 andere Qualifikationsergebnisse laufen dann bald ab. Wenn ich jetzt hier die Filter für die Qualifikationen wegnehme und sage in 2 Monaten grundsätzlich in unserem Unternehmen, wie sieht es aus, habe ich 30 mehr Probleme, heißt, ich kann mir hier quasi, kann hier Vorarbeit leisten für das Audit, um sicherzustellen, dass wir da reibungslos durchkommen. Wenn ich die Filter zurücksetze, springe ich rüber zum Expertenfinder. Und benutze hier mal den Expertenfinder. Grundsätzlich, wie der Name schon sagt, bietet mir die Möglichkeit, einen Experten für etwas im Unternehmen zu finden. Wir nennen es manchmal das interne Google. Es ist eine Möglichkeit, ja, grundsätzlich etwas zu finden, so allgemein wie das klingt. Jetzt brauche ich vielleicht jemanden, der mir aushilft beim Welding. Kann dann hier einfach schauen, okay, wer ist denn in der Qualifikation Welding? Gut. Und vielleicht brauche ich keinen, der ein Level 4 hat, sondern nur Level 3. Und sehe dann hier, dass direkt 43 Experten gefunden werden, die Level 3 in Welding sind. Jetzt ist es aber oft so, dass man im Unternehmen nicht nur eine Anforderung hat, für die man jemanden braucht, sondern vielleicht hat man mehrere und kann dann hier entsprechend verschiedene andere Qualifikationen eingeben und sehe, komme dann jetzt hier in dem Fall auf 3 Anforderungen. In dem Fall brauche ich vielleicht nur ein Level 2 in Welding, kann das also beliebig abändern und sehe hier entsprechend werden meine Experten rausgefiltert. Experte heißt die Leute, die am besten diese Anforderungen ja, erfüllen. Und in dem Fall würde hier Jordi 3 von 3 Anforderungen erfüllen. Heißt, wenn man sich nur die Anforderungen anschaut, wäre Jordi die Person, die ich vielleicht kontaktieren würde. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, könnte ich aber dann zum Beispiel sehen, was bei Liz noch fehlen würde. Welche, okay, Kommunikation war vielleicht doch nicht so wichtig als Anforderung. Zusätzlich kann ich die Experten natürlich auch filtern. Kann hier filtern, zum Beispiel brauche ich vielleicht jemanden, der im Moment schon an einer bestimmten Maschine arbeitet. Und auch hier wäre Jordi tatsächlich wieder der Erste, der meinen Anforderungen entspricht. Wenn ich die Filter entferne, das letzte Beispiel, was ich für euch heute habe, um den Expertenfinder zu nutzen, ist zum Beispiel, dass jemand krank ist, aber ein bestimmtes Projekt muss noch zu Ende geführt werden oder eine bestimmte Produktion muss unbedingt fortgeführt werden. Bram ist heute krank.
wer kann denn für mich am besten einspringen? Und wenn ich Bram einfüge, dann werden automatisch die 13 Anforderungen, die Bram hat wegen seines Jobs oder seiner Abteilung oder seiner Maschine, an der er arbeitet, aufgenommen. Und es wird im gesamten Unternehmen danach gesucht, wer diesen Anforderungen am besten erfüllen wird. Hier kann ich das Ganze nochmal filtern. Ich sage mal hier wieder in dem Fall, dass jemand an derselben Maschine arbeiten muss. Und sehe hier, werden 8 Experten gefunden. Kann hier sehen, Jesse erfüllt 12 von 13 der Anforderungen. Und wenn ich hier darauf klicke, sehe ich, welche ihr noch fehlt. So viel zu einer schnellen Übersicht von AG5. Das Ganze wird natürlich im Detail und spezifisch ja, basierend auf, was ihr als Kunde oder was ihr im Unternehmen braucht, alles erstellt werden während dem Onboarding-Prozesses. Aber ich hoffe, dass ich jetzt das Wort weitergeben kann an unsere Expertin, einer unserer Kunden, und gebe dir zurück, erst das Wort zurück, Florian. Ja. Super. Vielen Dank, Karina, für die super Demo und die ganz vielen News und Informationen zu AG5. Gut. Ja, wie Karina bereits gesagt hat, genug von uns. Wir möchten gerne das Wort an Elisabeth Meyer von der Lenzing AG übergeben, welche Ihnen mehr über die bestehende Zusammenarbeit mit AG5 berichten wird. Vielen Dank, Frau Meyer, dass Sie hier sind. Ja, danke schön. Danke, Herr Christopher. Ja, ich darf euch auch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Elisabeth Meyer und ich bin seit 3 Jahren in der Lenzing-Gruppe im Bereich digitales Lernen beschäftigt. Und ich darf euch eben heute kurz über unseren Einsatz von AG5 als Kompetenzmanagement-Tool berichten. Kurz zur Firma Lenzing. Lenzing ist ein Faserhersteller, produziert holzbasierte Zellulosefasern für die Textil- und Fließstoffindustrie und umfasst so circa 8.000 Mitarbeiter weltweit. Ja, und Lenzing unterliegt natürlich auch unterschiedlichen Anforderungen und Vorschriften, gerade im Bereich der Sicherheitsschulungen. Und hier werde ich auf unsere Herausforderungen, die sich daraus ergeben, eingehen und dann im nächsten Schritt auf die Lösung dieser Themen durch den Einsatz von AG5 zu sprechen zu kommen. Ja, eine Herausforderung bestand beispielsweise darin, dass die Durchführung der Sicherheitsschulungen oder Unterweisungen so dokumentiert werden mussten, dass diese Informationen auch leicht zugänglich waren. Es gab zwar oder gibt viele Excel-Tabellen in den unterschiedlichen Bereichen für die Dokumentation von Trainings, aber wir hatten kein einheitliches und leicht zugängliches Tool und einfach demnach ein fehlendes zentrales System. Und für die Büroangestellten konnte man zwar SuccessFactors nutzen, aber gerade für den Produktionsbereich, für die Produktionsmitarbeiterinnen, gab es einfach kein geeignetes Tool. Und da muss man auch dazu sagen, dass gerade im Produktionsbereich es einfach unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich eben rechtlicher und sicherheitsrelevanter Thematiken gibt. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn eine Schulung regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr wiederholt werden muss, dann muss man ja auch sicherstellen, dass diese Schulung zeitgerecht wieder angeboten wird und auch durchgeführt wird. Und außerdem war noch eine Herausforderung für uns, dass wir einfach ein System suchten, das benutzerfreundlich war, in der Bedienung benutzerfreundlich, weil einfach alle Führungskräfte in der Produktion gerne damit arbeiten sollten. Warum? Ja, damit einfach auch die Daten gut gepflegt werden können, damit das System auch wirklich gut in der Produktion genutzt werden kann. Ich darf nun bitten, dass wir zur nächsten Folie gehen, wo es einfach jetzt darum geht, Ihnen zu zeigen, wie wir mit AG5 die gerade genannten Themen, Herausforderungen gelöst haben. Also mit AG5 haben wir nun ein System, in dem alle kompetenzbezogenen Informationen zentral für uns verfügbar sind. Und es hat auch einen Wunsch aus der Produktion gegeben, dass man alle Daten an einem Ort sehen kann, die jetzt für die Entwicklung von Mitarbeitern relevant sind im Sinne von Schulungen und Kurse. Somit haben wir auch die Möglichkeit gehabt, unser Lernmanagementsystem in AG5 zu integrieren. Somit sehen wir in den Qualifikationsmatrizen auch die relevanten Kurse von den jeweiligen Mitarbeitern und können auch über die Qualifikationsmatrizen Kurszuweisungen durchführen.
Und AG5 ist auch ein sehr leicht zu bedienendes System. Das heißt, dass durch diese leichte Bedienbarkeit wir auch gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter ganz unkompliziert Daten eingeben können. So wie Carina das schon hergezeigt hat, das ist wirklich einfach sehr eine intuitive Bedienung. Und es ist ja auch wichtig, dass die Mitarbeiter leicht Informationen suchen können. Zum Beispiel sind Qualifikationen abgelaufen oder ich suche Mitarbeiter, die das gleiche Können haben, wenn jemand für jemanden anderen einspringen muss. Zusätzlich haben wir natürlich jetzt auch eine aktuelle Datenbasis, die für Zertifizierungen oder für Audits sehr relevant ist. Und wir haben auch eine Schnittstelle zu SAP, zum HR-Modul, wo wir dadurch einfach dann immer aktuelle Mitarbeiterdaten zur Verfügung haben und hier keinen manuellen Aufwand betreiben müssen. Ja, und weiters können wir nun auch mit der Qualifikationsmatrix die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter sehr gut unterstützen, weil auch die Mitarbeiter einen Einblick in die Qualifikationen haben und somit auch wissen, was von ihnen gefordert wird. Und ja, es schafft einfach auch Transparenz und damit ermöglichen wir auch den Mitarbeitern, dass sie einfach diesen Entwicklungsprozess auch in diesem Prozess auch selbstverantwortlich agieren können. Und natürlich können dann auch die Führungskräfte einen sehr guten und sehr einfachen Überblick erhalten, wie es in ihrer Abteilung ausschaut. Gibt es noch dort da Trainings, Gaps und worauf muss man sich da fokussieren? Und ein weiterer Vorteil ist noch, dass wir beim Erstellen von Trainingsangeboten natürlich auch auf die Qualifikationsmatrix zugreifen können, weil wir hier den Trainingsbedarf gut ableiten können. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, dass wir bei AG5 auch eine sehr gute Servicierung erfahren und bei Fragen auch immer sehr rasch reagiert wird. Ja, soweit von meiner Seite. Herzlichen Dank. Super, vielen herzlichen Dank, Frau Meier, für Ihre Einblicke. Gerne. Feedback. Gut, dann ja, es ist auch schon soweit für unsere Q&A-Session. Ich habe gesehen, da wurden bereits ein paar sehr spannende Fragen gestellt. Wir beginnen sonst gleich mal mit der ersten Frage. Ja, ist die Lösung auch in die neue Talents and Challenges Hub Landschaft in SuccessFactors integrierbar? Zurzeit besteht noch keine aktive Integration da, aber wir arbeiten daran. Das heißt, das wird zurzeit erforscht, um da direkt die Anknüpfung zu erstellen. Dann die zweite Frage, vielleicht für Carina: Findet eine automatische Synchronisierung mit Employee Central und oder SAP Learning statt, sofern ich etwas in AG5 abändere? Danke, Florian. Ja, ist eine gute Frage. Grundsätzlich natürlich, wenn ihr Mitarbeiter von Employee Central integriert zu AG5, wäre es natürlich suboptimal, dass man die abändern kann in AG5. Das heißt, normalerweise, wenn wir etwas importieren von Employee Central an Mitarbeitern rüber in AG5, dann wollen wir natürlich nicht, dass man die abändern kann in AG5. Und dasselbe gilt natürlich auch für die E-Learning-Skills. Wenn die importiert werden, dann sollten die natürlich nicht in AG5 abänderbar sein. Aber so könnte man natürlich sagen, in AG5, sobald etwas benötigt oder eine Anforderung erstellt wird, dann wird das wieder zurück an SuccessFactors geschickt, dass der Mitarbeiter diesen E-Learning-Kurs beispielsweise in seinem SuccessFactors sieht, dass es noch erledigt werden muss. Super, vielen Dank. Dann haben wir eine Frage noch zur Demo. Die Voraussichtsfunktion, also das, was du gezeigt hast, wo man in die Zukunft schauen kann, ist sicherlich ein beliebtes Feature. Was kannst du da sagen? Was ist so das Feedback der Kunden? Ja, vielleicht hat Elisabeth da auch etwas Feedback zu als Kunde, aber wir sehen sehr oft in AG5, dass das einer der Highlights ist, dass es eben diese Möglichkeit gibt, im Voraus zu schauen, okay, wie sieht es in 2, 3, 4 Monaten aus? Aber die Alarmliste kann man natürlich auch dafür nutzen, um rückblickend zu schauen, okay, wie war es denn im ersten Quartal? Wie viele Probleme hatten wir, Qualifikationslücken und wie viele davon haben wir gelöst? Was natürlich auch interessant ist, intern das auch mit Ziffern und Statistiken zu belegen. Ja, wird von unserer Seite auch genutzt, ja.
diese Vorausschau. Sicher eine sehr wesentliche Funktionalität. Super, vielen Dank, Frau Mayer und Karina. Dann bereits zur nächsten Frage. Kann ich gleichzeitig eine Position mit Skills und zwei Projekten mit weiteren Skills einer Person zuweisen? Werden doppelte Skills dann auch zusammengeführt? Dann gab es da ein Beispiel, dass vielleicht einmal als Programmierer oder als SAP-Projekt mit Skill Englisch verbunden ist, aber dann auch mit der MS-Plattform Englisch verbunden ist. Das heißt, Englisch soll dann nur einmal als Skill mit 3 Levels ausgewiesen werden und alle anderen Skills dann einfach mit einem Haken. Also einfach um sicherzustellen, dass dann Englisch nicht zweimal dasteht. Genau, also Englisch würde in diesem Beispiel nicht mehrfach da gelistet werden, sondern wenn eine Qualifikation in verschiedenen Jobs oder in verschiedenen Projekten benötigt wird, dann wird da die höchste Anforderung übernommen. Heißt in dem Fall, wenn ich in einem Projekt Level 3 in Englisch brauche, dann ist das als einzelne Anforderung dann gelistet bei dem Mitarbeiter, weil davon ausgegangen wird, dass das das höchste Level ist. Da wird dann nicht Englisch 2-3 Mal stehen. Super, vielen Dank, Karina. Die nächste Frage haben wir bezüglich dem Austausch von Daten. Also werden Daten auch von AG5 zu SuccessFactors geliefert oder nur von SuccessFactors zu AG5? Das ist eine gute Frage. Die kann ich vielleicht auch übernehmen. Ich glaube, ich habe es eben kurz erwähnt. Also natürlich können Daten von SuccessFactors in AG5 implementiert werden. Aber genauso, wenn man Anforderungen in AG5 stellt, zum Beispiel, diese Person braucht Englisch, weil er an diesem Projekt arbeitet, dann gibt es die Möglichkeit, dass das wieder zurück an SuccessFactors geschickt wird und dass damit in SuccessFactors als Anforderung bzw. als Assignment angezeigt wird. Super, vielen Dank. Dann die nächste Frage ist, welche Anteile an der Systembenutzung haben Führungskräfte und welche Anteile haben HR-Manager, HR-Business-Partner? Also klassisch, wer macht was? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, Karin, ob du vielleicht direkt ein paar Beispiele nennen willst, wie es Kunden von uns zurzeit machen. Was ist da so die Aufteilung? AG5 wird pro Kunde relativ unterschiedlich benutzt, aber grundsätzlich gibt es da schon so der Trend, dass viele Firmen wollen, dass ein einzelner Mitarbeiter Zugriff zu seinem eigenen Profil hat. Das heißt, dass ein Mitarbeiter sehen kann, okay, wie weit bin ich denn mit meinen Qualifikationen, was muss ich noch erreichen? Dann gibt es den typischen Zugriff für einen Manager. Das heißt, ein Manager hätte dann Zugriff auf seine eigene Matrix, wo nur Mitarbeiter angezeigt werden, die er selber direkt managt. Und dann gibt es oft noch zusätzliche Rollen, wie zum Beispiel ein Trainer intern, der dann vielleicht Zugriff hätte auf mehrere Matrixen. Und da ist die Idee, dass der Trainer dann bestätigt, dass ein bestimmtes Ergebnis in einem bestimmten Skill und einer bestimmten Qualifikation erreicht wurde. Ansonsten gibt es natürlich die klassische Rolle eines Admins, der Zugriff auf alles hat und sicherstellen kann, dass falls es noch zusätzliche Fragen gibt, dass der Admin Zugriff auf alles hätte. Ja, super, vielen Dank. Dann die nächste Frage ist, gibt es AG5 auch in einer französisch- oder italienischsprachigen Version? Die Antwort ist ja, wir unterstützen, glaube ich, mehr als 20 Sprachen, die man dann einfach im System umstellen kann und dann verändert sich eigentlich die Benutzeroberfläche von dem System. Das heißt, die Skills nicht direkt, das heißt, wenn Sie eine Skill-Qualifikation auf Deutsch erfassen, ist das dann auf Deutsch, aber die Benutzeroberfläche wird dann zum Beispiel geändert direkt. Super, dann die nächste Frage haben wir. Kann man nicht im HCM-Modul über Ausprägungen die Level der Qualifikation einpflegen und welches LMS kann mit AG5 integriert werden? Bezüglich der LMS, wir haben die Möglichkeit, mit sehr vielen verschiedenen LMS-Tools zu integrieren. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was verwendet wird von Ihrer Seite. Das heißt, das kann man individuell anschauen, aber wir haben schon bestehende Integration mit verschiedenen LMS-Tools. Ja, aber das kann man ja immer individuell anschauen, was möglich ist von unserer Seite und auch von der Seite der IT. Bezüglich der HCM-Modul-Frage, ich weiß nicht, Karina, ob du was dazu sagen kannst? Nee, kann ich nicht viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht Ilka oder Vanessa, kann man über das HCM-Modul. Ja, ich glaube, es geht darum, das HCM-Modul, das klassische R3-HCM-Modul, dass man darüber Ausprägung der Levelqualifikation pflegen könnte. Ja, ich glaube, das ist in dem Fall schon möglich. Aber es geht ja darum, nochmal das Ganze über die, ich sage jetzt mal, Cloud-Ebene oder Cloud-Anwendung darüber hinaus zu erweitern. Ich glaube, da ist ja eher ein manuelles Pflegen, meine ich. Und hier hat man gewissermaßen Automatismus. Genau. Super, vielen Dank, Ilka. Gerne. Gut, dann noch die letzte Frage, die wir haben. Ja, inwiefern lässt sich AG5 auch sinnvoll in Nichtproduktions- bzw. Fertigungsunternehmen einsetzen, ohne Arbeit an Maschinen, aber mit funktionsspezifischen Kompetenzanforderungen? Ja, insofern lässt sich AG5 natürlich auch anwenden. Wir möchten einfach vorab sagen, unser Fokus ist wirklich halt auf diesen Industrien mit halt dem sehr hohen, ja, sehr, den regulierten Industrien mit einer hohen ja, Workforce, an Blue-Collar-Workforce. Aber natürlich haben wir auch bereits andere Kundenfälle, wo wir von dem ein bisschen weggehen und den individuellen Fall dann angehen. Aber das kann man immer individuell besprechen. Dann geht es darum, was ist der Use Case, was ist die Situation zurzeit, und dann schauen wir, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Dann ist gerade noch eine weitere Frage aufgekommen. Gibt es Erfahrungen mit dem Einsatz von AG5 in China? Zu meinem Wissen nicht. Ich weiß nicht, Carina, wir haben Kunden in Asien, aber jetzt in China nicht direkt. Doch, wir haben ein paar Kunden, die globale Rollouts gemacht haben, und darunter gehören dann auch Standorte in China. Die einzigen Einschränkungen, die uns soweit bekannt sind, ist mit der Mobile App, also mit der Telefon-App, dass man die dann nicht verfügbar runterladen kann im Play Store. Wir haben ja unsere Mobile App, um in AG5 direkt auch Ergebnisse via iPad direkt an der Maschine die Ergebnisse und die Trainings zu bestätigen. Und das ist in China leider blockiert. Super. Vielen Dank, Carina. Ist jetzt keine Frage mehr da, aber weil wir gerade das über den globalen Rollout besprochen haben und das ist vielleicht auch noch interessant für globale Unternehmen, kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Wie könnte so einen globalen Rollout aussehen von AG5? Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich gibt es da die Möglichkeit oder die das, was wir häufig bei globalen Rollouts sehen, ist, wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden mit über 35 Standorten, den wir aktuell onboarden. Und da versuchen wir ein Onboarding pro Standort zu machen, manchmal auch mehrere Standorte gleichzeitig, um da nach und nach eben dieses interne Change Management zu vollführen. Es ist ja doch ein großer Sprung von Excel-Tabellen rüber zu einer Software, was ja auch dann internes Change Management benötigt, um dann alle zu schulen und alle ja, auf demselben Level zu haben, wie man diese Software benutzt. Und da sehen wir auch häufig verschiedene Sprachen, die benötigt werden. AG5 im Moment ist, glaube ich, in 35 Sprachen verfügbar, auf jeden Fall in einer Menge Sprachen verfügbar. Dieses gerade haben wir noch Koreanisch hinzugefügt als neueste Sprache. Und das sehen wir als besonders interessant für viele unserer globalen Kunden, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man Transparenz intern erstellen will und jedem Mitarbeiter eben ganz klar zeigen möchte, das wird noch von dir benötigt wegen deinem Job, deiner Abteilung, deinem Projekt, wie auch immer. Und das musst du eben noch erledigen, um vollständig compliant zu sein. Das heißt, dass man da nicht nur Transparenz oft schafft, sondern auch oft einfach ein bisschen mehr Verantwortung dem Mitarbeiter selber übergibt. Super, vielen Dank, Carina, für diese Einsichten. Noch ganz kurz, das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist immer ein spannendes Thema. Wo werden die Daten gespeichert von AG5? Und das machen wir auf einem AWS-Server in Frankfurt. Das heißt, die Daten bleiben in Europa, in der DACH-Region, in Deutschland, wo auch immer sie sind. Das heißt, da auch keine Gefahr, wenn es um sowas geht. Super. Sollten jetzt keine weiteren Fragen sein, dann hat meine Kollegin Larissa noch eine kurze Live-Poll für Sie. Ja, wäre super, wenn Sie da kurz diese Fragen beantworten können. Das hilft uns immer ein bisschen zu evaluieren, was das Feedback ist. Ich dachte, ich könnte auch abstimmen, aber ich sehe gerade, ich darf nicht abstimmen. Wir haben gerade das Gleiche festgestellt, machen auch gerade vom Bildschirm.
Vielleicht, Florian, an der Stelle, während der Live-Poll beantwortet wird, die Unterlagen bzw. die Präsentation heute im Nachgang werden wir teilen. Ich denke, dass wir da gerade auch im Hinblick die Fragen, die aufgekommen sind, Integration an LMS-Tools, Sprachen, das werden wir noch anreichern und dann natürlich im Nachgang zur Verfügung stellen. Dann hat man da auch nochmal die Übersicht, welche Sprachen verfügbar sind, wo das Rechenzentrum steht an der Stelle und klassisch auch Anbindungsmöglichkeiten. Finde ich sehr schön detailliert auch beschrieben. Ich denke, sehr wertvoll auch, Carina, da. Deshalb, also wir können gerade nicht am Pol, aber unser Feedback vielleicht hier live direkt auf Waldorf. Genau. Super, ja, vielen Dank. Ja, wir werden auf jeden Fall, wir werden die Fragen zusammenstellen und dann unsere Antworten noch dazu schreiben und teilen wir dann auch anschließend an alle Teilnehmer. Und sonst noch hier, ja, hat man die Möglichkeit, auch noch den QR-Code zu scannen und dann kann man noch eine individuelle Demo direkt mit mir buchen und dann können wir vielleicht noch auf die individuellen Use Cases eingehen oder Fragen sonst noch beantworten. Und großes Dankeschön an die Elisabeth, dass sie nochmal die Geschichte von Lensing präsentiert hat. Auch sehr, sehr wertvoll, gerne, dass wir da einen Referenzaustausch in dem Webinar haben, weil ich glaube, für viele unserer Kunden ist immer wichtig zu verstehen, wie wird es dann auch tatsächlich im Operativen genutzt und wie nutzen es andere Kunden. Und daher, glaube ich, war auch nochmal sehr wertvoll dein Beitrag dazu. Definitiv. Sehr gerne. Super. Dann ja, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, dass sie sich Zeit genommen haben, um ja, uns zuzuhören und auch ein großes Dankeschön an Frau Meier, an Vanessa, Ilke, natürlich auch an Carina und Larissa für die Organisation und für die Unterstützung. Ja, hat mich gefreut und wünsche Ihnen allen noch ganz einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Danke. Guten Tag an alle. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.